in der Steiermark, wie viele Regierungschefs auf Bundesebene oder Bundesparteiobleute, so, von welcher Partei auch immer, aus dem Amt gedrängt wurden, Wahlen verloren haben. Und mir war es ein großes Anliegen, einen geordneten Übergang zustande zu bringen. Das ist bis zur Stunde jetzt. Habe die Daten festgelegt. Ich freue mich, dass sehr viele heute im Lande unterwegs sind, die sagen, warum gehst du schon? Die meisten derer hätten in 2 Jahren gesagt, warum kandidiert der noch einmal? Da habe ich, glaube ich, die entsprechende Nase, um das auch beurteilen zu können. Und ich bin lange in der Politik. Ich bin, wie Sie wissen, im 71. Lebensjahr. Ich bin bald 52 Jahre in der Politik. Ich bin fast 22 Jahre Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung, habe alle Aufs und Ab der Politik erlebt. Ich war schon ganz unten, jetzt bin ich heute ein Stück weit weiter oben. Und mir war es Zeit meines Lebens darum, dass wir den Dialog führen, dass wir mit dem jeweiligen Regierungspartner, früher im Proporz, jetzt mit dem Regierungspartner, und dass wir mit den Parteien einen guten Dialog haben. Das haben wir auch in der Pandemie so gemacht, das machen wir jetzt im Krieg in der Ukraine so, dass wir die Landtagsparteien informieren und dass die Auseinandersetzung, die wir im Landtag haben, nicht von jenen sprachlichen Grenzüberschreitungen gekennzeichnet ist, die wir aus dem Parlament oder sonst wo her kennen. Und natürlich war es mein Ziel, dass die Volkspartei wieder den Landeshauptmann stellen kann. Ich komme gerade vom Karmeliterplatz und dieses Ergebnis 2005, wo es einen Fackelzug gegeben hat zum Karmeliterplatz anlässlich unserer schweren Wahlniederlage. Das hat mich schon geprägt, weil mir damals und seither immer wieder in den Sinn gekommen ist, was mir mein Ziehvater Wegert gesagt hat: Bei Verhandlungen mute dem Partner das zu, was du glaubst, dass er dir zumutet, wenn er oben ist. Ich habe da gute und weniger gute Erfahrungen gemacht. Ich habe lange gebraucht, bis ich in der eigenen Volkspartei akzeptiert worden bin. Wir haben von 2005 bis 2010 kein Ruhmesblatt geschrieben in der Landespolitik, auch Hobis und Schützenhöfer nicht, aber am Wahlabend 2010 haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, jetzt schaust du nicht auf die Sektionen, und ihn nicht auf die Bünde, machen wir was, was für unsere Kinder und Kindeskinder gut ist. Und ich denke mir persönlich, ich will gar keine lange Bilanz ziehen, kann ich schon auf einige Dinge zurückblicken, die mich ein Stück weit auch stolz machen. Nicht zufrieden, zufrieden darf man nie sein. Man muss immer versuchen, es besser zu machen. Rüstung, auch von der Gewerkschaft, vor allem in der eigenen Partei, auch im ÖAB und erst recht in allen anderen Teilgliederungen. Und es war letztlich die Regierung Schüssel-Riesbasser, die diese Forderung später, viel später, in die Koalitionsvereinbarung geschrieben hat, als Wunsch an die Sozialpartner, an die Kollektivvertragspartner, einen solchen Mindestlohn aufzunehmen. Denn gibt es heute mit einigen Löchern, aber es gibt ihn und jetzt wird gerade diskutiert, ob man ihn erhöhen kann. Es war die Gemeindestrukturreform, beispielgebend in Österreich, von 542 auf 286 Gemeinden. Wir haben den Proporz abgeschafft, wir haben die Bezirke verkleinert, wir haben den Landtag verkleinert, wir haben Deckelungen im Sozialbereich gemacht. Ja, wir haben uns schon einiges getraut. Die Bezirke verkleinert. Wir haben den Landtag verkleinert. Wir haben Deckelungen im Sozialbereich gemacht. Ja, wir haben uns schon einiges getraut.
Und wir sind in der jetzigen Periode in der Regierungspartnerschaft mit dem Anton Lang als Forschungsstandort gut da, 5,15%. Sie haben es oft von mir gehört, Sie können es gar nicht mehr hören, aber ich werde es immer betonen, 5,5% Forschungs- und Entwicklungsrate. Da sind wir mit Baden-Württemberg unter den 242 Regionen des Europa der Union an der Spitze. Und das weiß man in aller Welt. Wenn Sie schauen, wo Sie Österreich finden im Globus oder gar die Steiermark, werden Sie lange suchen müssen, dass es da ein kleines Land gibt, das in der Forschung ganz vorne ist, erfüllt mich ein bisschen mit Stolz. Und es erfüllt mich natürlich mit Stolz, dass wir in der aktuellen Arbeitslosenrate weit niedriger liegen, als dies beim Bund der Fall ist, 4,5%, im Bund 5,7%. Wir waren 55 Jahre immer schlechter als der Bundesschnitt. Wir haben es geschafft, diese Steiermark an den Wirtschaftsmotor Oberösterreich heranzuführen, und wir setzen gerade an, ihn zu überholen wegen der Forschung. Ich war oft mit Vertreterinnen von Ihnen auf unseren Universitäten, zuletzt am Samstag mit dem Gio Hahn. Es ist ganz großartig, was wir da zustande gebracht haben, weil wir die meisten Universitäten außerhalb der Bundesstadt Hauptstadt haben, weil wir die meisten außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben, weil es eine pionierhafte Zusammenarbeit von großen und kleinen Unternehmen mit den Universitäten gibt. Und das ist das, was ich auch für die Zukunft unserem Land wünsche, dass man alles tut, um in die Forschung zu investieren. Vor 35 Jahren habe ich auch geglaubt, wie uns der Dallinger damals gesagt hat, die Arbeit geht aus. Die Arbeit geht nicht aus, weil wir durch die Forschung in Arbeitsfelder eindringen, die wir damals nicht gekannt haben. Und wir kennen nicht, was in 35 Jahren sein wird, aber es wird gut sein. Und deshalb, ausgehend von meinem Fundament der katholischen Soziallehre, Arbeit steht vor dem Kapital. Und wie es Oswald von Nell-Breuning gesagt hat, der Mensch möchte möchte Ertrag aus eigener Arbeit, ja, seiner Selbstachtung willen, kann man auch die Zukunft gut gestalten. Jene Zukunft, die ja nicht von der Frage geprägt sein wird, die es gab, wie ich begonnen habe, nämlich: Was tun wir, damit nicht zu viele Arbeitsplätze verloren gehen? Wir werden eine Sockelarbeitslosigkeit haben, aber die Hauptfrage wird sein, wie können wir die Stellen besetzen, die frei werden durch die geburtenschwachen Jahrgänge, durch bestimmte Fehlentwicklungen, die es in der Summe gegeben hat. Wir haben die Gesundheitsreform in Schwung gebracht. Wir haben mit dem Bau- und Raumordnungsgesetz jetzt und der Leerstandsabgabe einiges durchgesetzt, was nicht allen so richtig gefällt, weil wir auch seitens des Landes im Zusammenhang mit dem Klima eingreifen. Und wir müssen eingreifen, denn der Klimaschutz ist bei den Menschen angekommen. Ich unterhalte mich oft mit jungen Menschen, auch mit den Freitagsdemonstrierern. Das sind gescheite, freche, junge Leute, von denen man aber auch lernen kann. Wir haben den Landeshauptmann 2015 wieder übernehmen können. Ja, nicht nur durch eigene Kraft, aber wir sind 2019 eindrucksvoll bestätigt worden. Aus einem Rückstand von 0,8% haben wir einen Vorsprung von über 13% gemacht. Wir stellen heute ganz natürlich den Landeshauptmann, und das ist für mich und meine politische Arbeit natürlich auch der Höhepunkt, weil ich vieles andere erlebt habe. Auch über 3 Tage im Amt, Amokfahrt.
erste Amtshandlung gemeinsam mit dem Michael Schickhofer, die Einberufung des Krisenstabs. Aus der ganzen Welt sind die Fernsehstationen angerückt, weil sie glaubt haben, es ist ein Terroranschlag. Auf dem Weg vom Pressezentrum zur Stadtpfarrkirche, wo ein erstes Gedenken stattgefunden hat, sind wir angepöbelt und beschimpft worden. Die Flüchtlingskrise 3 Monate später. 8.000 in Spülfeld, 2.500 in Bad Radkersburg tagtäglich. Und weder ein Feiermann noch ein Mitterlehner hat uns helfen können. Heftige Telefonate mit der damaligen Innenministerin, mit dem Verteidigungsminister. Keine Busse. Nicht deswegen, weil man keine gehabt hätte, sondern weil Bayern geschlossen hat. Und dann der Trichter dort. Es ist ja nicht so wie in Nickelsdorf, die ungarische Tiefebene, sondern wir sind in einem Trichter. Hätten wir dort nicht die Flüchtlinge durchgelassen, hätte es Tote gegeben. Dann war es die Pandemie. Die Pandemie hat Österreich verändert. Wir haben den nationalen Schulterschluss nicht zustande gebracht, etwa im Zusammenhang mit dem Impfen. Ich habe in den letzten beiden Jahren so viele Morddrohungen bekommen wie in 50 Jahren zuvor nicht. Es hat insbesondere mit dem Impfen zu tun, auch mit einigen anderen Punkten. Vor 2 Monaten haben wir mit dem Verbund und der Energie Steiermark den Spatenstich für das nächste Murkraftwerk in Gradkorn abgehalten. Die bekommen und Verzögerungen. Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit und für Politik ist es ganz entscheidend, dass man auch bei Gegenwind Flagge zeigt. Ich habe immer wieder einmal gesagt, wir sind dazu da, um das Richtige populär zu machen. Aber wenn es uns nicht gelingt, das Richtige populär zu machen, müssen wir noch immer das Richtige tun. Heute sagen alle, die Gemeindestrukturreform war ein Goldgriff. Damals haben Bürgermeister die Seite gewechselt, wenn sie mich gesehen haben. Man muss zu seinen eigenen Überzeugungen stehen und man kann das nur, wenn man Werte hat. Das ist in Österreich zum Teil verloren gegangen. Es ist zum Teil eine Überschriftenpolitik, in der wir gefangen sind, wo oft der Inhalt nicht nachgeliefert wurde. Und deshalb gibt es Bruchlinien in der Republik. Ich rede nicht von Spaltung. Aber wir müssen sorgsam damit umgehen, dass die Hemmschwelle gefallen ist, dass der Widerspruch an der Tagesordnung ist, auch dass kriminalisiert wird, ohne dass etwas dahinter ist. Wir müssen schauen, dass wir den Spreu vom Weizen trennen können, damit wir wieder ins richtige Fahrwasser kommen. Ich bin dem Regierungspartner mit dem Toni Lang an der Spitze, den Landtagsparteien, dankbar, dass wir im Großen und Ganzen recht gut zusammengearbeitet haben. Aber natürlich brauchen wir für die Zukunft weiterhin Kraft, Energie und Schwung. Und die Steiermark braucht das doppelt. Wir wollen besser sein als andere. Und deshalb wünsche ich mir für diese Zukunft den Besten, den wir haben, den Richtigen für die Zukunft in dieser Zeit, in der wir leben. Und daher habe ich mich entschieden, Anfang Juli dieses Jahres die Funktion des Landeshauptmannes zurückzulegen und habe heute dem Landesparteivorstand, wir kommen gerade von dort, vorgeschlagen, Christopher Drexler zu meinem Nachfolger zu designieren und ihn im Landtag am 4. oder 5. Juli als Landeshauptmann vorzuschlagen. Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst nach einer Diskussion, an der sich 22 Vorstandsmitglieder beteiligt haben. Ich habe vorgeschlagen, den Christopher Drexler ab sofort zum geschäftsführenden Landesparteiobmann der Steirischen Volkspartei zu wählen. Dieser Beschluss wurde ebenso einstimmig gefasst. Er ist damit geschäftsführender Landesparteiobmann der ÖVP Steiermark. Wir haben am 16. und 17. September, auch das haben wir beschlossen, den Landesparteitag der Steirischen Volkspartei. Und wir haben auch heute bereits den Beschluss gefasst,
im Landesparteitag vorzuschlagen, Christopher Drexler zum Landesparteiobmann in meiner Nachfolge zu wählen. Das bin ich bis dorthin, werde aber ab dem 4. oder 5. Juli mich in die tagesaktuelle Politik nicht mehr einmischen, denn das macht dann der geschäftsführende Landesparteiobmann. Es wird eine meiner letzten Aufgaben sein, den Christopher am Landesparteitag vorzuschlagen. Ich arbeite mit ihm 30 Jahre zusammen. Das ist der Neue an der Spitze, aber er ist kein Neuling. Und er hat die Kraft, die Energie, die Zuversicht, auch die Intellektualität, aber auch die Sensibilität. Mein Gott, das kann ein sensibler Bursche sein. Das begreift man nicht gleich am ersten Blick. Aber der lässt sich das nicht entgehen, dass er über die Dinge sehr gut nachdenkt. Was haben wir nächtelang geredet, gestritten, debattiert, wie wir was machen? Ich habe keinen so treuen, jungen Streiter an meiner Seite gehabt. In den weniger guten Tagen der Politik, das war die Mehrheit der 30 Jahre, und in den guten Tagen der Politik. Und ich wüsste keinen geeigneteren als ihn, der dieses Land führt. Er kann ein Land führen. Er ist ein Stratege. Er ist einer mit Verbindungen nach Wien wie kein anderer. Das ist wichtig, sich in Wien durchzusetzen. Ist leicht gesagt, aber schwer getan. Er hat in all den Verästelungen des politischen Miteinander gute Kontakte. Und daher habe ich heute im Parteivorstand gesagt, aus voller Überzeugung schlage ich ihn vor. Und es hat für ihn in all diesen drei Funktionen, für die ich ihn vorgeschlagen habe, einen sehr langen Applaus gegeben. Ich bin stolz ein bisschen drauf auf unseren Parteivorstand. Es war ja nicht immer so. Was mich selber betrifft, auch was ihn betrifft. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, ich habe meiner Frau in der Früh gesagt, es ist ganz wurscht, wann ich gehe, ich werde nachher nicht zufrieden sein damit. Aber ich spüre, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Und es ist mir schon recht, dass viele sagen, warum wärst du geblieben? Sind möglicherweise die gleichen, die in anderthalb Jahren sagen, warum geht der nicht? Ich habe so eine Angst davor entwickelt, ich kann nicht anders sagen, dass man den Zeitpunkt nicht erwischt. Ja, jetzt stehe ich da oben am Gipfel, wie es einer heute gesagt hat. Da ist schon schön, wenn es schön ist. Beim Gewitter bist du der Erste. Und das weiß man nicht. Es wäre jetzt, wie man so schön sagt, am schönsten, aber da soll man ja bekanntlich aufhören. Ich höre schweren Herzens auf. Ich bin mit Leib und Seele Landeshauptmann. Ich bin so gern bei den Leuten gewesen. Es wurde oft belächelt. Aber das ist auch ein bisschen Raubbau am Körper. Und ich sehe aber andererseits, ich gehe guten Gewissens, weil wir mit dem Christopher den haben, den eigentlich in der Qualität kein anderes Bundesland hat. Ja, ja, für seine Beliebtheit müssen wir noch was tun. Ein Landeshauptmann fällt nicht vom Himmel, aber er hat genau die Hälfte der Legislaturperiode dafür Zeit und ich habe auch meinen Leuten gesagt, ihr müsst ihnen helfen. Und damit bin ich eigentlich froh. Jetzt kommt dann noch die Wahl im Landtag, dann kommt die Wahl des Parteichefs, dass wir eine sehr, sehr gute Lösung haben. Und dass ich es
vielleicht sage ich es schon das dritte Mal, bitte um Entschuldigung, zustande gebracht habe, die Dinge geordnet zu übergeben. Das ist selten geworden. Und Sie wissen, dass der ordentlich anpacken wird. Sie wissen auch, ich war ein Berufspolitiker. Politik war mein Beruf. Aber wenn ich jetzt daran denke, mit welchen Fähigkeiten der Neue ausgerüstet ist, gehe ich ohne große Schmerzen, die werden dann schon später noch kommen, auch wenn ich als Landeshauptmann zurücktrete und aufhöre, ich habe es Vormittag schon gesagt, die Steiermark bleibt mein Leben. Es ist so wunderschön, für dieses Land zu arbeiten. Wir begreifen gar nicht, wie gut es uns eigentlich geht. Aber das darf kein Ruhekissen sein. In diesem Sinne, Christopher, wünsche ich dir alles Gute. Mehr kann ich nicht tun, als wir das mal einstimmig beschließen. Und ich habe, um die noch nicht gestellte Frage zu beantworten, mit dem Anton Lang die Dinge natürlich besprochen mit dem Regierungspartner. Die SPÖ hat dem Christopher auch schon gratuliert. Und es ist mir zugesagt, dass sie ihn mitwählen wird. Und er wird aber mit allen im Landtag Vertretern und Parteien noch darüber reden, ob es eine Möglichkeit gibt, dass er einen Vertrauensvorschuss bekommt. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, viel ist vorhin von unserem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die Rede darüber gewesen, dass wir schon lange zusammenarbeiten, dass man viel Erfahrung hat und so weiter. Aber ich kann Ihnen ganz ehrlich gestehen, es ist für mich ein bewegender Tag. Ich habe bewegende 1,5 Stunden im Landesparteivorstand erlebt und Sie sehen mich auch in dieser Stunde außerordentlich bewegt. Ich möchte mir daher eingangs bei allen Mitgliedern des erweiterten Landesparteivorstands der Steirischen Volkspartei herzlich für das einstimmige Vertrauen bedanken, das Sie in mich gesetzt haben, die Steirische Volkspartei zu führen, aber ganz besonders an der Spitze unseres Heimatlandes, der Steiermark, zu stehen. Der Dank gilt allen Mitgliedern dieses Parteivorstands, den Bezirksparteiobleuten, den Mandatarinnen und Mandataren, den Obleuten der Teilorganisationen, Klubobfrau, der Landtagspräsidentin, dem wunderbaren Team in der Landesregierung, unserem Landesgeschäftsführer. Es ist einfach ein besonderer Moment, wenn man einen solchen Vertrauensvorschuss bekommt. Und ich danke auch fürs Begleiten hierher. Ganz besonders danke ich aber dir, lieber Herr Landeshauptmann, denn das Entscheidende ist, dass du dein Vertrauen in mich setzt und diesen Vorschlag gemacht hast. Wir arbeiten tatsächlich knapp 30 Jahre, seit 1992, eng zusammen. Und ich kann Ihnen sagen, es ist ein großes Privileg, wenn man mit einem solchen Politiker 30 Jahre zusammenarbeiten kann. Es ist ein großes Privileg, denn ich durfte 30 Jahre lang lernen. Also so gesehen ist der Verdacht, ausgelernt zu sein, relativ naheliegend, aber dennoch falsch. Ich muss noch viel lernen. Ich muss noch viel lernen, um die Größe des Vorgängers zu erreichen. Und für dieses Vertrauen danke ich dir. Es waren, wie gesagt, 30 Jahre. Und der Hermann hat schon gesagt, in diesen 30 Jahren sind möglicherweise die schwierigen Stunden, die schwierigen Zeiten, die überwiegende Zeit gewesen. Ich möchte es ganz besonders für etwas sagen, was einfach uns noch mehr zusammengeschweißt hat, als wir es zu dem Zeitpunkt schon waren. Das waren die 14 Jahre, die wir gemeinsam daran gearbeitet haben,
für die Steirische Volkspartei in unserem geliebten Heimatbundesland wieder eine Mehrheit zu erringen. Das waren besondere Zeiten von 2005 weg bis zu diesem Wahlabend im November 2019, wo ich mich so sehr für unser Land gefreut habe, wo ich mich aber am allermeisten für unseren Landeshauptmann gefreut habe, weil es sozusagen der aus meiner Sicht verdiente Abschluss dieses 14-jährigen Weges war. Also recht herzlichen Dank für dein Vertrauen, recht herzlichen Dank für 30 Jahre lernen zu dürfen. Vertrauen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist überhaupt eines der zentralen Stichwörter, eigentlich das zentrale Stichwort. Denn mein Ziel wird es jetzt sein, dieses Vertrauen, das mir heute unsere Steirische Volkspartei entgegengebracht hat, auch von anderen zu bekommen. Von all jenen außerhalb der Steirischen Volkspartei. Eigentlich ist mein Ziel für die nächsten Wochen, Monate und Jahre, das Vertrauen der Steirerinnen und Steirer zu gewinnen. Ich bin unserem Landeshauptmann dankbar, nicht nur für das Vertrauen, ihm nachfolgen zu können, sondern tatsächlich auch für die Art und Weise, wie wir das heute umsetzen konnten. Es hat Hermann Schützenhöfer schon darauf hingewiesen, dass es die Ausnahme ist, dass es so etwas wie einen geordneten Übergang gibt. Dass es so etwas wie einen wohl vorbereiteten Übergang gibt. Und ich möchte deswegen besonders für dieses Szenario, wenn Sie so wollen, danken, weil es mir jetzt eine unglaubliche Chance gibt. Nämlich eine unglaubliche Chance gibt, die nächsten Wochen zu nutzen. Diese 4-5 Wochen bis zu dieser Landtagssitzung im Juli zu nutzen, wo ich dann hoffe, auch tatsächlich in die Funktion des Landeshauptmanns gewählt zu werden, diese 4-5 Wochen zu nutzen zur Vorbereitung. Und diese Vorbereitung wird zuallererst darin bestehen, viele Gespräche zu führen. Sehr viele Gespräche zu führen und zuzuhören. Zuhören, zuhören, zuhören und Gespräche führen. Noch besser als jetzt zu wissen, was die Steirerinnen und Steirer in diesen Tagen bewegt, welche Sorgen sie haben, aber auch, welche ungenützten Möglichkeiten sie noch sehen, welches Potenzial sie sehen für eine zukünftige Entwicklung unserer Steiermark. Ich werde die nächsten Wochen, wie gesagt, zu diesen Gesprächen nutzen. Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bereich der Pflege, Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen der Elementarpädagogik, Gespräche mit Arbeitnehmervertreterinnen oder Vertretern, mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Industrie, der Wissenschaft, der Forschung. Ich möchte dies zu einem der intensivsten Monate meines politischen Lebens machen, um möglichst viel einzufangen, um möglichst viel wahrzunehmen, um vorbereitet zu sein, Anfang Juli die Hauptverantwortung für dieses Land von Hermann Schützenhöfer zu übernehmen. Ich möchte, meine sehr verehrten Damen und Herren, den steirischen Weg der Zusammenarbeit weitergehen. Wenn Sie so wollen, wird das Motto der nächsten Monate kraftvolle Kontinuität sein, ein kraftvolles Fortsetzen des steirischen Wegs. Der steirische Weg ist ein Weg der Zusammenarbeit. Bei Hermann Schützenhöfer ist es angeklungen, gerade wir zwei haben auch eine Zeit erlebt, wo die Zusammenarbeit vernachlässigt wurde, nachgerade gering geschätzt wurde. Und dann haben Franz Wobes und Hermann Schützenhöfer den österreichweit beachteten, aber auch weitgehend österreichweit unverstandenen Weg der Reformpartnerschaft gefunden. Den Weg der steirischen Zusammenarbeit, einer vertrauensbasierten Zusammenarbeit.
anders suchen, sondern eine Regierung, die danach trachtet, gemeinsam für das Land etwas weiterzubringen. Das ist der steirische Weg der Zusammenarbeit. Und ich kann als Beobachter aus erster Hand feststellen, dass wir mit Anton Lang genau diese Qualität der Zusammenarbeit in dieser Legislaturperiode wiedergefunden haben, wie wir sie mit Franz Wobes hatten. Also danke ich von dieser Stelle Toni Lang und unserem Regierungspartner der Steirischen Sozialdemokratie für die positive Reaktion auf unseren bevorstehenden Wechsel und kann sagen, dass sich an diesem Weg der Zusammenarbeit und auch an den Prinzipien dieser Zusammenarbeit nichts ändern soll. Das gilt im Übrigen auch, was die nächsten Wochen und darüber hinaus betrifft, für mein Angebot an alle im Steirischen Landtag vertretenen Parteien, in konstruktiv-kritischen Gesprächen ein neues Miteinander zu finden. Ein neues Miteinander zu finden, um in diesen krisengebeutelten Zeiten, in dieser so von Herausforderungen reich gesegneten Zeit, auch Möglichkeiten und Wege gemeinsamer Schnittmengen festzulegen. Also wird es auch ein Teil dieser nächsten Wochen sein, das Gespräch mit allen anderen Parteien im Land zu suchen, um diese Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Ich möchte aber auch heute an dieser Stelle sagen, dass wir einen amtierenden und nach wie vor, wie ich Ihnen bestätigen kann, hochaktiven Landeshauptmann haben, der heute erklärt hat, dass er Anfang Juli sich aus der Politik zurückziehen wird. Ich werde daher aus Respekt vor unserem Landeshauptmann, aber vor allem auch aus Respekt vor unserem Landtag, in den nächsten Wochen keine großen inhaltlichen Direktiven und Neuerfindungen der Welt präsentieren. Ich werde die Zeit zur Vorbereitung nutzen und mich insbesondere auch darauf vorbereiten, an jenem Tag, wenn der Steirmäckische Landtag tatsächlich mich zum Landeshauptmann wählen sollte, oder ab diesem Tag jene auch inhaltliche Orientierung geben zu wollen, die wir für dieses Land, für diese Steiermark brauchen. Jene Orientierung geben zu wollen, die uns einen Weg in eine gemeinsame Zukunft weisen soll. Eine Zukunft mit Perspektiven, eine Zukunft, die von Wohlstand gezeichnet sein soll und die die Steiermark an der Spitze der Entwicklung nicht nur der österreichischen Bundesländer sehen soll. Hermann Schützenhöfer hat heute mehrfach gesagt, bei uns ist besonders wichtig, sorgsam solche Entscheidungen zu treffen, weil wir andere Ziele haben als andere. Wir stecken uns höhere Ziele. Und deswegen wird all das dazu dienen sollen, die Steiermark an die Spitze der europäischen Regionen zu führen und nicht bloß an die Spitze der österreichischen Bundesländer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, dass ich in den nächsten Wochen alle Hände voll zu tun haben werde. Alle Hände voll zu tun haben, um anzupacken, aber vor allem um die Hände auszustrecken und Partnerschaften und Gespräche zu führen, um Partnerschaften und eine Basis für die kommenden Jahre zu finden. Ich möchte daher abschließend sagen, ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir heute von unserer Steirischen Volkspartei entgegengebracht worden ist. Ich werde mich bemühen, dieses Vertrauen zu verbreitern, zu erweitern und werde um dieses Vertrauen werben in vielen Gesprächen. Ich habe viel Respekt vor dieser Aufgabe, viel Respekt. Ich habe
viel Respekt vor dieser Aufgabe. Viel Respekt vor dieser Aufgabe. Möglicherweise hat man, wenn man gewisse oder gar eine langjährige landespolitische Erfahrung hat, noch mehr Respekt vor der Aufgabe, als wenn man einfach so daherkommen würde. Aber es ist vor allem auch viel Freude, die mich durchflutet nachgerade. Ja? Also mich durchflutet die Freude auf diese kommenden Jahre. Und gemeinsam mit möglichst vielen Erfolge für unsere Steiermark zu finden. Das ist ein gänzlich neuer Abschnitt. Das ist nicht nur irgendwie so eine Fortentwicklung. Das ist ein gänzlich neuer Abschnitt in meinem Leben, in meinem politischen Leben. Und ich freue mich darauf, ich habe Respekt davor und wir werden das gemeinsam angehen. Danke. So, Rossacher, das ist ja der den Landeshauptmann nicht übernommen hat. Bitte. Rossacher, mein Name, nie amtierender Landeshauptmann, aktiver kleiner Zeitungsjournalist. Ja. Bei aller Emotion, Herr Landesrat Christopher, inhaltlich nichts zu sagen ist eine schwache Nummer, wenn ich es ganz böse formulieren darf. Also was traut sich der künftige Landeshauptmann Drechsler zu, gemeinsam mit Anton Lang? Zweite Frage, gibt es schon einen Nachfolger, eine Nachfolgerin als Landesrat, Landesrätin? Und oder gibt es Umbau ressorttechnisch im Regierungsteam? Schau, lieber Redakteur Thomas, ich bin nicht in diesem Land nicht dafür bekannt, einen großen Mangel an inhaltlicher Dichte zu haben, wenn es um das Betreiben von Politik geht. Aber, und ich könnte jetzt eine Reihe von Themen aufzählen, die wir gemeinsam, die in meinem Ressort in den letzten Jahren auf die Reihe gebracht haben und dergleichen mehr. Was ich damit gemeint habe, was ich vorher gesagt habe, ist, dass ich nun diesen neuen Abschnitt in meinem politischen Leben, irgendwann Anfang Juli, die Funktion des Landeshauptmanns in der Steiermark anzugehen, dass ich das in dem Moment angehe, was die politische Orientierung betrifft, wo mich der Steiermärkische Landtag gewählt hat. Und der Weg dorthin wird gepflastert sein von Gesprächen, die genau dieser Vorbereitung dienen. Und bei diesen Gesprächen geht es mir natürlich auch, wenn ich an die anderen politischen Parteien denke, wenn ich an Interessensvertretungen denke, wenn ich aber auch an die einzelnen Steirerinnen und Steirer denke, mit denen ich hoffe, ins Gespräch zu kommen, die mir dann vielleicht erzählen werden, wie es ihnen wirklich aktuell geht mit der Teuerung, die mir erzählen, wie die Probleme wirklich sind, was die ganztägige Kinderbetreuung betrifft, die mir darüber erzählen, dass sie vielleicht sogar ihre Erwerbstätigkeit von Teilzeit auf Vollzeit ausdehnen wollen. Aber was dem gerade entgegensteht, mit diesen Gesprächen oder zusätzlich genährt und gestärkt aus diesen Gesprächen, werde ich mit Sicherheit ein politisches Konzept präsentieren, das bemerkenswert sein wird. Zum einen. Zum zweiten, nein, wir haben heute noch nicht darüber beraten, wer mir allenfalls in die Landesregierung folgen wird. Das werden wir in den nächsten 2-3 Wochen werde ich dem Landesparteivorstand einen entsprechenden Vorschlag machen. Bei der Gelegenheit wird auch darüber nachgedacht, ob wir in der konkreten Verteilung der Ressortbestandteile Veränderungen vornehmen wollen oder nicht. Und nein, an einen weitergehenden Umbau des erfolgreichen und bewährten Teams ist nicht gedacht. Und zum Inhaltlichen darf ich eines sagen. Wir haben ein Regierungsübereinkommen mit unserem Regierungspartner, die Agenda Weiß-Grün, die Richtschnur unseres politischen Handelns in dieser Legislaturperiode ist, und es ist niemandem verborgen geblieben, dass der Krisenbewältigungsmodus, den wir in den letzten 2 Jahren hatten, 2 Jahre hauptsächlich Krisenbewältigung, Corona-Pandemie, jetzt die Herausforderungen durch den Angriffskrieg in der Ukraine, dass wir uns sehr anstrengen müssen, genau die Hauptpunkte dieser weiß-grünen Agenda jetzt entschlossen umzusetzen. Das wird uns die nächsten 2,5 Jahre mit Sicherheit intensiv beschäftigen. Bitte.
in der ZIP-Schaltung gefragt, was Sie als, wie er gemeint hat, Political Animal jetzt in Zukunft dann machen werden ab dem 4. Juli. Ich habe gesagt, ich habe noch nichts Konkretes gehört. Sie haben irgendwann einmal gewitzelt über das Kochen. Da hat Ihre Frau dann, glaube ich, gesagt, das sollten Sie sich vielleicht nochmal überlegen. Also wie wird es bei Ihnen weitergehen? Gibt es irgendwelche EU-politischen Funktionen, die Sie grundsätzlich nur anstreben? Oder schalten Sie von 0 auf 100 jetzt sozusagen auf Pension, was sich wahrscheinlich in diesem Raum kaum jemand vorstellen kann? Naja, das will ich auch meiner Frau nicht antun, aber ich habe da verschiedene Ideen im Kopf, auch Angebote ehrenamtlicherweise, aber ich habe mir fest vorgenommen, aktuell in die Politik nicht einzugreifen, nicht vom Balkon aus zu kommentieren, was der Nachfolger alles besser machen könnte, was ich selber nicht zusammengebracht habe. Das hat mich immer gestört bei bestimmten Leuten, dass sie dann Besserwisser waren. Das tue ich nicht, das werde ich nicht tun. Wenn der Christopher oder sonst jemand aus dem Team mich fragt, werde ich meine Meinung sagen. Wenn ich nicht gefragt werde, werde ich nicht sagen. Insofern möchte ich schon versuchen, sozusagen, den Versuch möchte ich schon ernsthaft übernehmen, sozusagen einmal zumindest ein bisschen Abstand zu bekommen, abschalten zu können. Das ist mir ja in meinem Leben nie gelungen. Ich werde täglich über irgendwas geärgert, meistens über die Medien. Also das ist zumindest, das wird sich auch nicht ändern. Also da kommt keine Erleichterung. Herr Landeshauptmann, warum eigentlich ausgerechnet der heutige Tag? Wir sind genau in der Mitte der Periode. Genau deshalb. Vor 3 Tagen haben Sie noch gesagt, nein, Sie bleiben nicht zurück und haben gewitzelt. Zu wem habe ich das gesagt? Bei der Pressekonferenz zur Feuerung und dem Schluss. Und so. Also ich trete nicht zurück. Schauen Sie, der Josef Klaus, Bundeskanzler, da waren Sie noch gar nicht auf der Welt, da war ich wohl schon mit. Der hat ja am 1. März nicht nur die relative, sondern vorher auch die absolute verloren. Und der Kreisky ist an die Macht gekommen, hat das Parlament auf 183 Abgeordnete aufgestockt mit dem Peter, hat sich damit erkauft, dass der ihn stützt und hat dann übrigens die meisten Nazis in der Regierung gehabt. Der Josef Klaus, der ja täglich in die Kirche gegangen ist, war ein großer Katholik, ein Kärntner, der Salzburger Landeshauptmann war und dann Finanzminister und Bundeskanzler, hat uns immer gesagt, man darf nicht lügen. Aber man muss auch nicht die Wahrheit sagen. Das ist ein feiner Unterschied. Also, dass ich gesagt hätte, ich trete nicht zurück, schließe ich aus. Es wird schon sonst da Ausrede gewesen sein. Aber ich habe das einige Zeit im Kopf gehabt, Frau Dr. Holzer, und es ist dann schon eine Sensation, wenn es hält, bis heute in der Früh. Darauf habe ich mehr Wert gelegt, als Sie glauben, weil ich wollte nicht, so wie in anderen Ländern, das ein halbes Jahr vorher ankündigen, in einem halben Jahr gehen, wie in Wien oder Niederösterreich, die haben ja alle das früher angekündigt und sind später gegangen, aber es war mir auch nicht wohl, wie ich gesehen habe, wie manche Minister zurücktreten. Auf der Stelle waren die weg. Das ist nicht in Ordnung. Wenn man ein gutes Team hat, da muss man gut arbeiten, dass man den Richtigen hat, den Christopher habe ich immer im Kopf gehabt. Für mich war das immer klar, wenn es irgendwie geht, wenn es passt, wird der das. Natürlich hat es andere auch gegeben, natürlich hat es Störfeuer gegeben, das ist so in der Politik, aber das ist gut gereift. Und daher denke ich mir, war jetzt die Zeit, es zu machen. Ich habe schon einen gewissen Respekt davor, dass man irgendwann dann einmal gefragt wird, oder dass gesagt wird, der kann nicht aufhören. Das wollte ich verhindern. Aber es ist, wenn man sozusagen, soll jetzt nicht überheblich klingen, im Lande gut anerkannt wird, dann natürlich schon auch schwer, diesen Schritt zu setzen. Ich habe ihn gesetzt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo ich glaube, dass das richtig war.
Am Anfang wird das schwierig sein, das ist eh klar. Ich war ja 24 Stunden am Tag mehr oder weniger unterwegs, habe auf nichts Rücksicht genommen, meine Frau hat das mitgetragen, die Kinder. Also werden wir sehen, also ich werde nicht Tauben füttern. Bundespräsident, vielleicht ein Karriereziel noch für einen Landesabend? Nein, das sind nicht meine Schuhe, das ist etwas anderes. Und da sind wir ja mit dem gegenwärtigen Bundespräsidenten, denke ich, gut gefahren. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Wir werden sehen, wer sonst noch kandidiert. Die ÖVP hat sich entschieden, keinen Kandidaten aufzustellen. Ich wäre ja von der ÖVP, ne? So. Runde halt. Ne? Steirische ÖVP ist nicht ganz ÖVP, aber halt. Und dabei wird es, denke ich, bleiben. Aber das ist nicht das Pflaster, auf dem ich gehen will. Das ehrt mich, wenn Sie auf die Idee kommen, sonderbar. Aber, aber nein, das schließe ich aus. Landesrat, eine ganz kurze Frage. Der Herr Landeshauptmann hat es angesprochen. An der Beliebtheit des Herrn Landesrat müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Gregor Waltl, Servus TV, Herr Landesrat. Sehen Sie das auch so? Muss man an Ihrer Beliebtheit noch arbeiten? Ich glaube, an der Beliebtheit muss man immer arbeiten. Und ich habe ja insofern eine interessante Erfahrung. Ich bin ja 2005 gemeinsam mit dem Hermann Schützenhöfer auch schon unterwegs gewesen. Und damals haben wir alle gesagt, man muss an der Beliebtheit vom Hermann Schützenhöfer arbeiten. Also insofern habe ich auch hier ein gutes Vorbild, weil mittlerweile gibt es ja kaum mehr in der Demoskopie Messinstrumente, die die Beliebtheit von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer messen können. Ja. Danke. Schauen Sie, Herr Dr. Lehner, wenn ich das gemacht hätte, dass ich das mehrere Wochen öffentlich irgendwie deponiert hätte, dass ich jetzt dann gehe, hätte die Frau wahrscheinlich gesagt, warum geht denn der nicht? Also der Tritt zurück ist eigentlich eine positive Reaktion. Es gibt viele, die mich fragen, warum tun Sie das jetzt? Ich wollte hier keine lange Debatte. Ich habe als Landes, in dem Fall als Landesparteiobmann der ÖVP, die Verantwortung dafür, dass man da jetzt nicht in irgendeinen Bewerb tritt, dass man da nicht wie bei einer Tombola spült und sagt, wo bleibt Google stehen, wenn nie mit an, sondern es war mir eigentlich seit Jahren klar, der Christopher, ein urbaner Mensch, der jetzt mit seiner Frau in Paseil wohnt, hätte ja auch jede Welt verspült. Und das Erste, wie er mir das gesagt hat, habe ich ihm gesagt, du musst aber wissen, wenn es jemals wieder Winter wird, brauchst du Schneeketten. Entweder über den Rechberg oder über den Schöckl, aber gut. Der kennt die Facetten des Landes, kennt sich in den Städten gut aus, ist ein ausgesprochener Kulturmensch, der viele Gruppierungen einbezieht. Denken Sie, wie viele Nationen in Graz wohnen. Wir sind eine Multikulti-Stadt. Das brauchen Sie ja, weil Sie gerade den Bundespräsidenten erwähnt haben. Naja, da hat der Alexander Van der Bell hat in Graz, was weiß ich, zwei Drittel gehabt und der Hofer in der Oststeiermark. Zwei Drittel. Wir sind nicht Niederösterreich oder Oberösterreich. Die sind da anders gebaut von der ganzen Struktur her. Und ich persönlich bin ja sehr froh, dass der Christopher jetzt auch
sehr viele Kontakte hinaus zu den ländlichen Räumen hat. Und das mit der Beliebtheit, das ist mir nicht so rausgerutscht. Ich meine, es gibt keinen Perfekten, der automatisch vor alle gewählt wird. Und ich meine, wie ich 2005 das übernommen habe, ich meine, meine Beliebtheitswerte, wie ich im Auftrag von Joschi Greiner den Schachtner niedergearbeitet habe, waren sicher sehr schlecht, wie ich Clubobmann war. Also, und dann habe ich daran gearbeitet und in der eigenen Partei hat niemand daran geglaubt, dass ich das backe. Na ja, gut, es ist halt dann anders gekommen und da muss man arbeiten und da müssen auch einige mithelfen. Man kann nicht sagen, gut, das ist jetzt der, der wird das schon machen. Nein, es müssen alle mithelfen. Das war bei mir noch, bei mir ein bisschen länger dauert, weil wir ja den LH nicht gehabt haben. Es wird bei ihm nicht so lange dauern, aber sie müssen mithelfen. Angesichts der vielzahlen Herausforderungen ist ja nicht damit zu rechnen, dass hier die Opposition die 100 Tage gönnen wird. Und ich spreche in einer Weise keine Mitarbeiterin. Auf der anderen Seite hat der Landesrat von der Stadtschutzung kein Neuer, aber kein Neuling. Darf man davon ausgehen, dass das Gemeindetresor selbst übernehmen wird? Das ist selbstverständlich. Würde ich wohl auch meinen, ja. Bitte. Frage an den designierten Landeshauptmann. Es ist davon auszugehen, dass Sie nicht heute in der Früh erst den Anruf bekommen haben oder das Vier-Augen-Gespräch geführt wurde. Wie lange mussten Sie überlegen? Erstens einmal, die Einschätzung ist völlig richtig, dass ich nicht heute in der Früh angerufen worden bin, auch nicht gestern. Sondern so wie es der Landeshauptmann ja jetzt dargestellt hat, kann man sich vorstellen, dass wir sehr intensiv und lange über das geredet haben. Und ich eigentlich seit geraumer Zeit, wo wir darüber geredet haben, diese einmalige Chance und Herausforderung für mich immer als jedenfalls anzunehmend gesehen habe. Das heißt, ich in dem Moment, wo Hermann Schützenhöfer mir diese Chance ermöglicht und eröffnet hat, wollte ich auch auf diese Chance zugreifen sozusagen. Weil, wissen Sie, wenn man jetzt eben auch, ich tue das so viel über die Jahrzehnte reden, aber wenn man doch eine Zeit lang auch schon in der Politik ist und gerade hier in der Steiermark Verantwortung hat übernehmen dürfen, wenn man so viel erlebt hat, wie unterschiedliche Leute die Hauptverantwortung in diesem Land gehabt haben. Also von jenen, die ich als aktive Landeshauptleute erlebt habe, Josef Greiner, Waltraud Glasnik, Franz Wobes und Hermann Schützenhöfer, dann entwickelt man natürlich schon auch eine gewisse Spannung, wie das wäre, wenn man das selber, wie würde man das selber angehen. Und insofern glaube ich, dass es da nicht viel Zeit zum Überlegen gebraucht hat, wenngleich der Respekt vor der Aufgabe groß ist. Und deswegen weiß ich, deswegen habe ich heute auch gesagt, ich weiß, dass ich noch viel lernen muss und nicht ausgelernt bin als 30-jähriger Lehrbuhr von Hermann Schützenhöfer, sondern dass es ist ein Verhältnis, spannende Herausforderung, viel Freude, aber dennoch auch noch ordentlicher Respekt. Aber jedenfalls will ich es machen. Okay. Keine weiteren Fragen? Großartig. Sind wir durch, gell? Ja. Danke. Hör auf. Hast du eh schon so viel von?